Sieht aus, als hätte die dunkle Brut die Truhe zerstört. Vielleicht gibt es in all diesem Chaos noch etwas zu finden. Das kann ich nicht. Das möchte ich nicht tun. Wollte sie Knöpfe? Muschelknöpfe, oder? Pip! Abenteurerin! Kommt und tauscht endlich euren alten Mist aus! Ihr? Hat Ivan die Wahrheit gesagt? Seid ihr zu spät gekommen? Er verheimlicht irgendwas. Sagt uns die Wahrheit. Was ist mit meinem armen Maren geschehen? Ivan sagte, Maren habe sich selbst mit der dunklen Brut eingeschlossen, um seine Brüder zu retten. Maren war ein Held. Er ist gestorben, um seine Familie zu retten. Ihr solltet stolz auf euren Sohn sein. Maren hat euch vergöttert. Er würde sich geehrt fühlen, wenn er wüsste, dass ihr sein Opfer würdigt. Ihr habt zwei meiner Söhne gerettet. Das ist mehr, als ich mir erhoffen durfte. Ich danke euch, Monsieur. Ich schätze, ich bin euch wohl etwas schuldig, Hawk. Ihr solltet verschwinden, solange ihr noch könnt, Ivan. Ich bin spät dran. Der Kämmerer wird mir das Fell über die Ohren ziehen. Hier etwas, das euch gehört, Sarah. Es ist zwar töricht, sich mit so einem alten Ding zu sehen, aber ich hoffe, dass ihr mir den Weg erschaffen könnt. Warum wurde euer Freund besänftigt? Wisst ihr das? Nein, und es ist auch ohne Bedeutung. Niemand verdient das. Ich kenne einige Magier, die das durchaus verdienen. Wirklich? Vielleicht sollte man auch Sklaven besänftigen. Dann würden sie nicht mehr fliehen wollen. Wäre das nicht großartig? Sklaven ziehen keine Dämonen an, die von ihnen Besitz ergreifen wollen. So würdet ihr es also rechtfertigen? Eine perfekte Lösung, in der Tat.
Ich hätte nie gedacht, dass ihr mit dem Hauptmann der Wache so kumpelhaft umgeht. Wir sind keine Kumpel. Sind wir nicht? Was war das dann, als wir uns gegenseitig die Zehennägel lackiert haben? Wollt ihr etwas? Liebe, Leben und Freiheit. Was braucht ein Mann sonst noch? Ihr seid wohl zum Spaßen aufgelegt. Naja, wenn ihr hier seid, kann ich sicher sein, dass ihr nicht mit einigen Männern in die Dunkelstadt einrückt, um mich zu verhaften. Meiner Erfahrung nach sind alle Dalish-Frauen verrückt. Die Bognerkunst der Dalish ist unvergleichbar, das versichere ich euch. Oh, Meryl! Ihr seid also zurück. Wie war eure Zeit unter den Shemlen? Sie war zur Gänze erfüllt von Rosenblättern und Regenbögen, Meister Elin. Das Gesindeviertel ist im Frühling ein Traum. Die wackeligen Hütten und betrunkenen Grobiane harmonieren wunderbar mit dem knietiefen Schlamm. Ihr habt diesen Pfad selbst erwählt, Meryl. Ein Pfad, der den Clan sehr traurig gestimmt hat. Hätte der Clan den Traditionen offener gegenübergestanden und weniger Furcht vor... Genug. Wir zanken vor Fremden nicht wie Kinder. Das Ganze lässt sich nicht ungeschehen machen. Verzeiht bitte diesen Ausbruch. Können wir noch einmal von vorn beginnen? Ihr seid zurück. Braucht ihr irgendetwas? Verkauft ihr die Tinte, die Dalish zum Tätowieren benutzen? Wie könnt ihr es wagen? Diese Tinte ist heilig. Wir würden sie niemals an Shem verkaufen, genauso wenig wie unsere Kinder.